Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich auch heute sehr, Sie begrüßen zu dürfen. Einmal mehr leider nur an den Bildschirmen und nicht hier physisch auch im Hörsaal. Die besonderen Umstände mit der Corona-Epidemie haben es leider Christoph Reusser verunmöglicht, seinen ursprünglich für den 17. März vorgesehenen Vortrag zu der archäologischen Perspektive auf unser Thema Demokratie und Populismus zu halten. Wir haben uns deshalb entschieden, diesen Vortrag zu ersetzen. Christoph Wiertweg hat sich freundlicherweise zur Verfügung gestellt, einzuspringen mit einem Vortrag. Christoph Wiertweg muss ich Ihnen nicht vorstellen und werde ich Ihnen nicht vorstellen. Er hat zusammen mit mir diese Ringvorlesung organisiert. Er ist Vorsitzender des Leitungsausschusses des Zentrums Altertumswissenschaften Zürich, die ja das hier für diese Ringvorlesung zuständig ist. Christoph Wiertweg spricht über den Phänotypen des Populisten in Athen und heute zu Aristophanes Ritter als Testfall. Dieser Vortrag schließt an meinen eigenen Vortrag zu Demokratie und Populismus in der antiken griechischen Welt und vertieft Aspekte, die ich ganz kurz dort auch schon aufgegriffen habe. Ich freue mich sehr auf deinen Vortrag. Ganz herzlichen Dank, lieber Viktor. Und auch dir, lieber Bodan, dass ihr so treu dabei seid, dass wir diese Ringvorlesung eben entsprechend weiterführen können. Nicht ganz wie geplant, aber eben doch auch. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Studierende, liebe Freunde und Freundinnen des ZAZ, irgendwo ist es ja schon unglaublich, wie Texte, die Jahrtausende alt sind, plötzlich je nach veränderten gesellschaftlichen Lebensumständen wieder ganz anders und neu zu uns reden. Das gilt nicht nur für die Pestbeschreibungen, etwa die Pestbeschreibung eines Thukydides von 429 vor Christus, kurz nach Beginn des brutalen Bruderkriegs, des Peloponnesischen Krieges, sondern es gilt auch für die 5 Jahre danach auf die Bühne gebrachte Komödie Ritter. Und es freut mich, nachdem ich darüber bereits schon an der ZAZ-Tagung gesprochen hatte, auch hier in diesem Rahmen nochmals darüber zu reden und das zu vertiefen, zu versuchen. Bei Beginn der Corona-Krise war es auffällig, wie verschiedentlich in den Zeitungen, Medien geradezu Abgesänge auf Populisten bereits zu lesen waren. So à la, jetzt hat Trump im Virus, das sich nicht mobben lässt, sozusagen seinen Meister gefunden. Ich glaube, diese Abgesänge waren verfrüht. Und interessant ist auch in dieser Hinsicht der Vergleich mit Athen. In Athen kam gerade nach der Pest, der auch Perikles, der große Staatsmann, zum Opfer gefallen ist, erst die wirklich hohe Zeit der Demagogen auf. So viel also im Voraus und jetzt eben zu Aristophanes. Es war eine dieser wirklich zündenden Ideen des genialischen Dichters Aristophanes. Ich finde häufig, in der Art der Genialität ist er mit einem Shakespeare zu vergleichen, dass er den Staat, der laut Aristoteles die autoritativste Gemeinschaft von allen ist, die auch alle anderen in sich umfasst, dass er in seiner an den Lenäen 424 vor Christus aufgeführten Komödie Ritter den Staat auf dessen Kern herunterbricht und die athenische Demokratie in Form eines typischen griechischen Haushalts auf die Bühne bringt. Der Name des von Aristophanes als bäurischer, schnell aufbrausender Herr und grummeliges, leicht taubes Greislein eingeführten Patrone di casa stellt sogleich alles klar. Es ist der Dämos Pyknites. Dämos ist zwar auch als Kurzform für bekanntere Namenskomposita wie Demophilos, Demochares oder auch Demosthenes belegt, doch dass hier eine der Theatermasken, über deren konkretes Aussehen und Ausstaffierung man nur gern, zu gerne mehr wissen möchte, das Volk der Athener als Agens und zugleich auch als Actum repräsentiert, geht aus dem Epitheton Pyknites unzweideutig hervor. Wie das erste Scholion zur Stelle richtig anmerkt, bezeichnet Hepnyx den nicht weit von der Akropolis entfernten Ort in Athen, wo die Volksversammlung sich formierte.
Und auch die Etymologie wird treffend erfasst, wenn der Scholiast das Wort vom dichten Gedränge herleitet, apotupyknustai. Dieser Herr Volk vom Gedrängeplatz also hat in seinem Haus Mitbewohner. Griechisch heißt das oiketai, ein Wort, mit dem insbesondere die für einen durchschnittlichen Athenerhaushalt der Zeit selbstverständlichen Haussklaven gemeint sind. Die führenden Politiker als Sklaven des Volkes, das ist gleich von Beginn weg des Stückes ein starkes, keck provozierendes Statement des Komikers. Tatsächlich treten im Prolog zwei solche Haussklaven auf, die offenbar durch Maske und Ausstaffierung leicht mit den im Peloponnesischen Krieg herausragenden Feldherren Demosthenes und Nikias zu identifizieren waren. Sie lamentieren ebenso witzig wie wortreich über ihr schlimmes Los, seit der jüngst gekaufte Sklave Paphlagon, ein Name, der, wie schon das Scholion gesehen hat, weniger auf eine nicht-athenische Herkunft des Kleon als auf sein Wortgebabbelgebrause zielt, ins Haus gekommen sei. Aus ihrer Verzweiflung vermag sie erst ein dem schlafenden Paphlagon entwendetes Orakelbuch zu reißen, in dem die Serie demagogischer Businessleute mit dem Lederverkäufer Paphlagon als Höhepunkt vorhergesagt und zugleich in Aussicht gestellt wird, dass dieser von einem noch abscheulicheren Verkäufer abgelöst und zugrunde gerichtet werde. Im Wurstverkäufer, der gerade rechtzeitig als eine Art Deus ex machina auf der Agora erscheint, erkennen die beiden den Erlöser für die Stadt und sich selbst. Nachdem sie diesen Wurstverkäufer auf seine Mission vorbereitet haben, wird das satirische Potenzial des Aufeinandertreffens des ruchlosen Leder mit dem noch ruchloseren Wurstverkäufer in verschiedenen Szenen unter Ausschöpfung aller komischen Gestaltungsmittel höchst virtuos durchgespielt, wobei in der Parados der Chor der Ritter sich als Unterstützer dem Wurstkäufer zur Seite stellt. Ein erster Wettkampf findet vor diesem Chor als Richter statt. Ein zweiter wird während der Parabase vor dem Rat ausgefochten und anschließend in einem Botenbericht des Wurstverkäufers nacherzählt, bevor es dann zum finalen Showdown im dritten Agon vor dem Demos in einer eigens dafür einberufenen Volksversammlung auf der Pnyx kommt. Zur Begeisterung der beiden anderen Haussklaven und des Chors endet dieser Agon mit einem Kantersieg des Wurstverkäufers. Im Epilog wird der vom Wurstverkäufer à la Medea retablierte Demos über seine früheren Fehlentscheide aufgeklärt und in zum Teil derb komischer Brechung das Bild einer besser funktionierenden Demokratie früherer Tage evoziert. So viel einleitend in aller Kürze zum Plot des Stückes. Der ab 430-29 in der athenischen Politik höchst einflussreiche Volksführer bzw. Volksverführer, das griechische Wort demagogos ist in beiden Richtungen offen, der Kleon, den Aristophanes mit dem Paphlagon anvisiert, wird gleich zu Beginn als Oberschurke und größter Verleumder bezeichnet, der den Charakter des Alten durchschaut und Herrn Volk entsprechend zuwedelt, ihn umschmeichelt und betrügt, indem er ihm Tafelfreuden und Geld verspricht und dann doch nur das gibt, was er einem anderen vorne weggeschnappt hat. Eine Anspielung darauf, dass Kleon die kriegerischen Leistungen des Feldherrn Demosthenes bei Pylos für sich selbst in Anspruch genommen hat. Die anderen Politiker aber scheucht er wie Fliegen von Demos weg, ja schlimmer noch, er verleumdet sie vor dem Demos, sodass diese Prügel einstecken, was dann Kleon umgekehrt die Chance bietet, Schutzgeld von ihnen einzutreiben, dass sie hoffen, sich damit vor Schlimmerem schützen zu können. Aristophanes rasend komische Darstellung Kleons wirkt auf den ersten Blick derart krass überzeichnet und von jeder denkbaren Realität entfernt, dass man in ihr weniger ein historisches Zeitzeugnis als vielmehr ein typisches Kunstprodukt der eigengesetzlichen Gattung Komödie sehen möchte. Typenspott, Stichwort. Dass schon Aristophanes ein anderes Selbstverständnis hatte und mit seinen höchst vergnüglichen Komödien, ganz ähnlich wie die modernen Gastgeber von Late-Night-Shows, nicht nur unterhalten, sondern auch erzieherisch und politisch auf das Publikum einwirken wollte, ist das eine.
Kommt hinzu, dass umgekehrt in den modernen Demokratien heute zunehmend politische Verhaltensweisen zu beobachten sind, die vor kurzem noch gänzlich undenkbar schienen und zuweilen hart an die Grenze einer Realsatire rühren. Das dürfte bei einem ehemaligen Host einer Reality-TV-Show wie dem augenblicklichen amerikanischen Präsidenten weniger überraschen, zu dessen Markenzeichen generell das Verwischen von Facts und Fiction zählt. Doch auch über diesen Spezialfall hinaus und ungeachtet aller institutionellen und gesellschaftlichen Differenzen springen bei näherem Hinsehen erstaunliche Parallelen zwischen Aristophanes zugespitzter Zeichnung Kleons als eines politischen Agitators und modernen Pendants ins Auge. Es scheint daher lohnend, Aristophanes Ritter einmal stärker aus politologischem Blickwinkel zu lesen und auf das analytische Potenzial für die Bestimmung des heute so beklemmend aktuellen Phänomens eines Populisten über die Jahrhunderte hinweg zu testen. Hier auf diesem Bild sehen Sie die einzige Darstellung, die man mutmaßlicherweise mit Kleon in Verbindung bringen kann. Alle Ähnlichkeiten zum modernen Pendant sind natürlich rein zufällig. Voraus müssen wir kurz noch ein paar Gedanken uns machen über Ähnlichkeiten und Differenzen zwischen unseren heutigen Demokratien und der Demokratie, wie sie in Athen üblich war. Und das ist wirklich etwas sehr, sehr Heikles. Ich habe gerade die letzten Tage jetzt intensiver darüber gearbeitet. Denn auf der einen Seite sind ja auch unsere modernen Demokratien, so wie sie heute da sind, extrem vielgestaltig. Eine Art Präsidialdemokratie wie in Amerika ist nicht zu vergleichen mit unserer stark direkten Demokratie, wie sie in der Schweiz funktioniert. Gleichzeitig ist bei den modernen Demokratien ja auch auf einer zeitlichen Achse eine ganz große Veränderung in der Gestaltung der Demokratien festzustellen. Es genügt, wenn man in Amerika an die Civil Rights Act erinnert von 1964, mit der erst die Diskriminierung der Minderheiten aufgehoben wurde. Bei uns in der Schweiz war das beim Frauenstimmrecht sogar noch später, 1971. Und diese Zeitachse, ich glaube, das unterschlägt man oder das betrachtet man häufig ein bisschen zu wenig stark, ist doch auch bei der athenischen Demokratie sehr, sehr stark zu berücksichtigen, die sich allmählich aus mehr oligarchischen Verhältnissen heraus entwickelt hat. Es gab diese Zensusklassen, die reichsten, dann die zweite, dritte und vierte Klasse. Zunächst waren die Ämter den oberen beiden vorbehalten, dann der dritten, mit der Zeit sogar auch der vierten Klasse geöffnet. Also da hat sich relativ viel mit der Zeit auch verändert und insofern muss man schon aufpassen. Ich möchte hier versuchen, in aller Kürze die Demokratie, wie sie mutmaßlich im Zeitpunkt der Aufführung der Ritter geherrscht hat, zu rekonstruieren oder beziehungsweise anzudeuten, wobei ich mir dabei durchaus die Ritter auch als einen Leitfaden nehme. Wenig überraschend blieb die politische Partizipation nicht nur Frauen vorbehalten, sondern ebenso Sklaven und den sogenannten Metöken. Also das sind diejenigen, die am Ort ansässig waren, aber nicht Athener sind. Sie waren abgabenpflichtig und sie haben im Kriegsfall Seite an Seite mit den Athenern gekämpft, aber in der Regel kein Stimmrecht erhalten. Wobei auch da gibt es Ausnahmen, wie ich gesehen habe. Es gibt ja selbst für Sklaven. Also wenn Not am Mann war, wenn die Truppenstärke zu schwach war, dann hat man halt auch Sklaven zu Freien gemacht und hat sie nachher ins Militär eingezogen. Ähnlich auch mit den Metöken. Aber in der Regel, und das hatte damals noch Pericles auch stark verschärft, wird das doch stark unterschieden. Und da kann man aber sagen, gleichzeitig in der modernen Demokratie, etwa bei uns in der Schweiz, ist es nicht viel anders. Die Metöken haben in Zürich auch nach der letzten Abstimmung immer noch kein Stimmrecht auf Ebene des Kommunalen, nicht einmal geschweige denn auf der Ebene des Föderalen. Die Gesellschaftsstruktur ist maßgeblich, und das ist natürlich auch etwas, was in den meisten Gesellschaften gilt, aber das wird in der Antike stark betont, sowohl von Aristophanes wie später auch von Aristoteles, von Platon und anderen Denken auch maßgeblich eben durch den Gegensatz Reiche versus armes Volk, und eben armes Volk heißt ja Demos, gekennzeichnet. Beide, so lesen wir in den Rittern, fürchten diesen Kleon, den Demagogen, gleichermaßen.
Es gab im Übrigen offizielle Listen mit den Namen der Reichen, die zusätzlich zu den Liturgien, die Liturgiae, das sind Dienstleistungen, die die Reichen fast im Sinne auch bereits von Sonderabgaben für die Öffentlichkeit erbringen mussten. Ich glaube, du hattest auch davon erzählt in deinem Vortrag. Also zusätzlich zu diesen Liturgien die Trierarchie, also das Bemannen, Ausstatten und Leiten einer Triere, eines Kriegsschiffs, wird in den Ritten erwähnt. Und zusätzlich dazu mussten sie besonders auch in Umständen des Krieges Sonderabgaben auf ihr Vermögen aufbringen. Die Ritter wiederum, die in Solons timokratischer Ordnung der zweite von vier Vermögensklassen sind, gehören als Vertreter der aristokratischen Oberschicht in der Tendenz diesen Reichen an, wobei aber auch dazu beachten ist, dass sie materielle Unterstützung vom Staat bekommen haben. Man liest sogar davon, eben, dass auch die Pferde, die sie hatten, je nachdem unterschiedlich mit einem Preistag versehen wurden. Und die Vermutung ist, wenn eines dieser Pferde im Krieg gestorben ist, wurde das natürlich auch erstattet, sozusagen fast wie eine Versicherung. Also das ist nicht ganz so klar, aber sie gehören eher zu den Reichen. Das Volk, der Demos, ist in der athenischen Spielform der Demokratia dieser Zeit tatsächlich der absolute Souverän. Er nimmt in Aristophanes Darstellung schlimmstenfalls sogar die Rolle eines Tyrannen ein, bestenfalls die eines Monarchen, Zitat, über Griechenland und dieses Land Athen. Aristoteles wählt für diesen radikalen Typus der Demokratie, in dem die Menge und nicht das Gesetz regiert, also da kann in jeder Volksversammlung, in jeder Landsgemeinde das gesamte Gesetz auf den Kopf gestellt werden. Er wählt für diesen Typus fast dieselben Worte. Er sagt, der Demos werde zum Monarchen, ein einziger zusammengesetzt aus vielen, und ein solcher Demos suche dann die Alleinherrschaft auch tatsächlich auszuüben, was ihn despotisch mache und schmeichlerische Demagogen im Staat einflussreich werden lasse. Wenn das der Stärkste ist, dann kommen die Schmeichler, das ist bei den Tyrannen so und ist genauso auch beim Volk. Die Demagogen nämlich bringen dann alles vor das Volk und so gelingt es ihnen groß zu werden, da das Volk über alles souverän gebietet, Zitat Aristoteles, sie aber über die Meinung des Volkes, denn die Menge lässt sich von ihnen beeinflussen, manipulieren. Die Herrschaft über die Pnyx gehört daher mit den umfassenden Privilegien, mit denen der Wurst zu den passenden Privilegien, mit denen der Wurstverkäufer in den Rittern zum Jobswechsel sozusagen motiviert wird. Diese totale Souveränität des Volkes, die, und das ist wichtig zu betonen, keineswegs für alle antiken Demokratien charakteristisch ist und von der selbst in Athen nur in der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts vor Christus besonders ausgeprägt während des Peloponnesischen Krieges auszugehen ist, wurde faktisch etwas abgemildert durch Institutionen wie den Rat der 500, der aus je 50 per Los bestimmten Vertretern einer Phyle bestand, die dann jeweils in einem ebenfalls per Los bestimmten Turnus zusätzlich aus Prytanen eine rund um die Uhr einsatzfähige Geschäftsführung bildeten und außerdem die Sitzungen des Rates leiteten. Dem Rat oblag unter anderem auch die Aufgabe, die Anträge an die Volksversammlung vorzubereiten, sowie die Archonten und künftigen Buleuten vor dem Dienstantritt zu prüfen, sozusagen das Wetting, was in Amerika auch betrieben werden sollte, bei Jared Kushner zum Beispiel nicht betrieben worden ist. Und dann nach der Amtsführung gab es auch eine Nachkontrolle, diese Eutyne Rechenschaftsablage. Das sind Dinge, die der Rat machen musste. Außerdem war er die Instanz, und das ist für die Ritter wichtig, bei der Umsturzversuche und politischer Verrat angezeigt werden konnten. Die Beamten wiederum, ohne die ein großes, über ein ausgedehntes Militärbündnis gebietendes Gemeinwesen wie das Athen dieser Zeit unmöglich funktionieren konnte, kommen in den Rittern von den Prytanen und den in Kriegszeit natürlich besonders wichtigen Strategen abgesehen, nur indirekt im Zusammenhang mit dieser Rechenschaftsablage vor. Es heißt da, der Kreon als Populist habe sich immer genau auf die Leute gestürzt, die eine solche Rechenschaft am Schluss des Amtes ablegen mussten und geprüft, wer ist reif, dass man ihn sozusagen abschöpfen kann, weil er eigentlich etwas zu verdecken hat, und hat ihm Geld abgenommen und dadurch ihn vor Prozessen bewahrt. Auch das ist durchaus etwas sehr Interessantes. Was im Übrigen außerordentlich wichtig natürlich für diese Zeit ist.
dass es die sogenannten Rätores gegeben hat. Also eben, die Demokratie ist so, dass der Demos die absolute Macht hat und es durfte im Prinzip in der Volksversammlung wie in einer Landsgemeinde jeder das Wort ergreifen. Entsprechend wurde zu Beginn gefragt. Faktisch aber, zumal eben in dieser Zeit auch so etwas wie eine Kommunikationsberatung und rhetorische Schulung durch die Sophisten aufgekommen ist, gab es Leute, die dieses Redewerkzeug so virtuos beherrschten, dass sie vermutlich diese Landsgemeinden oder Ekklesia weitgehend dominiert haben. Das führt dazu, dass begrifflich das Wort Rhetores identisch wird oder zusammenfällt mit den Politikern. Also die Redefähigen sind die Politiker. Das schließt nicht aus, dass ein armer Bauer wie der Dikaiopoulos in den Acharnen da noch Lärmen und Radau machen kann, in der Volksversammlung dazwischen rufen kann, aber wirklich dominiert haben sicher diese Rhetores. Das spielte eine ganz große Rolle. Und dann gab es noch etwas, bei dem ich mir immer noch nicht ganz klar bin, wie eben die Abläufe im Einzelnen dann tatsächlich funktioniert haben, muss ich dann mit Victor auch mal ein bisschen darüber reden, was die alte Geschichte dazu zu sagen hat. Es gab etwas, das man häufig in moderner Analogie fast wie einen Parteiführer bezeichnet. Das ist der Prostates tu Demo, der Vorsteher des Volkes, auch Epitropos genannt. Jetzt, was mit diesem genau passiert ist, also mein Eindruck ist, dass es doch gewisse Formalitäten gab beim Auswählen. Also ich stelle mir das, das hatte ich auch am Kongress damals schon gesagt, stelle mir das fast so vor, wie wenn das ZAZ sich konstituiert. Also wenn solche, ein eingeschriebener Verein sozusagen, beziehungsweise hier dieses Zentrum Altertumswissenschaften, dann konstituiert man sich selber, man ernennt eben einen Vorsitzenden, einen stellvertretenden Vorsitzenden, einen Leitungsausschuss, einen Schatzmeister und so weiter. Und ähnlich muss es beim Demos gewesen sein, dass sie dann jemanden ausgewählt haben, der faktisch eine Führungsrolle übernimmt. Perikles scheint das als einer der ersten gewesen zu sein, später eben Kleon auch. Und wir entnehmen dem Stück den Rittern, dass dann, als es zur Ablösung kommt und das Volk diesen Kleon Paphlagon entlässt, er tatsächlich auch Insignien abgeben muss. Er muss den Siegelring abgeben, den er vorher getragen hat. Und es heißt, er dürfe jetzt nicht mehr der Schatzmeister sein, der Tamias. Das heißt, er hatte finanzielle Befugnisse über Tademosia wahrscheinlich, vielleicht auch die Dinge, die bei den Prytanen irgendwie gelagert waren. Und es ist so, dass der Demos geradezu förmlich diesem Prostates die Zügel über die Pnyx übergibt, wie es bei Aristophanes heißt. Also es ist etwas Wichtiges und Interessantes. Der Demos faktisch, der absolute Souverän, tritt es aber dann ab an eine Person, die in seinem Namen eigentlich agiert, also insofern dann doch schon wieder fast repräsentativ, wenn man so will, in einem gewissen Sinn, aber ein bisschen anders und monorepräsentativ sozusagen. Gemeinsam ist gestern und heute beim Aufstieg der Populisten, dass das auch verbunden ist mit einer Verschlechterung der materiellen Rahmenbedingungen. Insbesondere für die Mittelschichten. Das löst Verunsicherung aus, das haben wir ja durchaus auch in Amerika gesehen. Hier im Athen der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts vor Christus sind es die besonderen Umstände im Peloponnesischen Krieg. Das war ja die Politik des Perikles, Attika, das Land, das gegen die spartanische Militärmacht, die ja eben an Land eigentlich unschlagbar gut war, nicht zu verteidigen war, Attika zu räumen. Und alle Leute innerhalb der Stadtmauern in der Stadt, man kann es fast nicht anders sagen, eben als zusammenzupferchen auch. Und dass das teilweise kärglich ärmliche Lebensumstände waren, darauf spielt der Wurstverkäufer ganz deutlich an, wenn er auch sagt, eben wie das Volk arm dran sein, dass es schon 8 Jahre in Fässern, in Erdlöchern und in Türmchen wohnen würde, der Armen. Also die sind nicht in einer guten Situation, sie sind sozusagen Wohlstandsverlierer, sie haben nicht mehr diese Subsistenzversorgung, die vorher im Lande möglich war, sie träumen von diesem Frieden auf dem Lande, wie das Aristophanes ja in den Acharnen besonders beredt darstellt, Perspektivlosigkeit und gleichzeitig in dieser entmündigten Situation zeichnet sie ihre Lage sich durch eine große Abhängigkeit von den Gnadengaben des Staates ab.
Sie haben keinen anderen Verdienst, als wenn Sie eben vor Gericht als Geschworene agieren oder wenn Sie in den Krieg ziehen und deswegen Kriegssold auch bekommen. Und wenn man Ihnen sagt, du kriegst ein bisschen mehr Sold, du kriegst noch eine Obole mehr für den Gerichtsdienst, dann springen Sie sofort dieser Figur eigentlich auch hinterher. Eben wenn man das mit der Moderne vergleicht, dann ist das einer der wenigen Punkte, wo ich mit einem Stephen Bannon absolut einig wäre. Ohne den Crash der Wall Street 2008 und der Finanzkrise hätte es diesen gewaltigen Aufschwung der Populisten in der neueren Zeit kaum je gegeben. Etwas, was zunächst sehr befremdlich wirkt in den Rittern, wo man zunächst mal denken würde, dafür gibt es nun wirklich überhaupt keine Parallele, ist die Wichtigkeit des Orakelwesens. Das hatte ich ja schon in der kurzen Inhaltszusammenfassung auch signalisiert. Dieses Orakelwesen, bei dem die Leute selbstverständlich davon ausgehen, dass auch wenn diese eben göttliche Autorität beanspruchen, gefaked sind, das spielt eine zentrale Rolle und das wird virtuos durchgespielt im Stück. Es ist ja so, dass erst der Diebstahl von Kleons Orakelbuch den verzweifelten Hausklaven im Prolog den Weg zur Rettung weist. Und im Verlauf des Stückes werden diese Orakel virtuos eingesetzt, um etwa den Durchhaltewillen des Volks im Krieg zu verstärken. Und der finale Showdown zwischen den Konkurrenten ist von Aristophanes in einem regelrechten Überbietungswettbewerb ihrer Orakel gezeichnet. Bevor es nach dem Agon zur endgültigen Übergabe der Vorherrschaft an den Wurstverkäufer kommt, schaffen beide auf Vorschlag des Paphlagonius keuchend ihre Kisten voller Orakel heran, die laut dem Protagonisten alle relevanten politischen Belange Athens betreffen, und zwar insbesondere auch, wie die Athener sich gegenüber Kleon verhalten sollten. Nun, wenn man eben diesen Aspekt bedenkt, wie mit diesen Orakeln gefaked und getäuscht werden konnte, dann scheint es mir, dass es durchaus legitim ist, hier die Social Medias in die Diskussion zu bringen. Das ist der Ort, wo heute ein großer Teil, und das werden wir sicher ja dann auch im Vortrag eben von Frank Esser hören, wo sehr viel von diesen populistischen Aktivitäten abgeht. Darauf wird sehr viel Energie, Zeit und auch Geld verwendet. Und ich meine, es geht dort auch darum, dass man sozusagen fiktiv eine Deutungshoheit herstellt. Und wenn man dann noch eine religiöse Autorität dafür erzeugen kann, dann ist das umso besser. Man könnte also sagen, die Orakel sind sozusagen die antiken Trollfabriken, die entsprechend eben dann auch eine große Rolle gespielt haben. Und dann wirkt das schon erheblich weniger merkwürdig, als es zunächst scheint. So viel zu diesem Hintergrund. Und wenn wir uns jetzt der Figur des Populisten annähern, so ist im Grunde genommen in diesem Kurzporträt, das ich ja auch schon etwas zusammengefasst hatte, alles Wesentliche mit drin. Dieses Kurzporträt, das ganz zu Beginn gegeben wird. Im Übrigen für alle, die sich das anschauen und sich eingeschrieben haben in die Vorlesung, ich habe ein Handout angefertigt, das werde ich auf OLAT hochschalten und da finden Sie diese wichtigsten Texte. Wenn ich hier schreibe, gleich T1, bezieht sich das auf dieses Handout. Also eben, der Paphlagonius ist ein absolut durchtriebener Kerl, panur gottaton, kai diabolotaton tina, also wirklich ein verleumder und übler Kerl. Er durchschaut die Stimmungslagen des Volkes perfekt, also insofern wirklich auch kommunikationstheoretisch hervorragend ausgebildet. Er packt es dann bei seinen Schwächen und bei seinen materiellen Bedürfnissen und führt es auch entsprechend. Die politischen Konkurrenten, wie dieser Demosthenes und Nikias, werden von ihm ausgetrickst und ausgeschaltet. Er verleumdet diese beim Volk und kann dadurch, wie gesehen, ja Schutz- bzw. Schmiergeldzahlungen auch von denen erpressen. Außerdem beklagen sich diese zurückgestellten Politiker eben, dass er eine Totalüberwachung durchführen würde. In der Stellenbeschreibung für den Wurstverkäufer wird das noch um andere Punkte ergänzt. Denn dieser Wurstverkäufer, der weiß ja gar nichts von seinem Glück, als er da kommt. Der muss ja dann vorbereitet werden. Wie soll er jetzt diese tolle Rolle einnehmen? Und sie stellen ihn diese natürlich brillant vor. Er werde eine herausragende Machtstellung haben. Ein Tage-Anführung, Archelas und uralte poetische griechische Wörter. Die Dominanz über den gesamten öffentlichen Raum, wobei natürlich Agora
Bau und Häfen vor allem auch bereits die Selbstbereicherung in den Blick nehmen. Dort verläuft der Geldhandel und den wird er kontrollieren, die Volksversammlung wird er dominieren, über die Ämter wird er herrschen, ja über die Inseln, ja über die ganze Welt. Und sie zeigen ihm dann eben hier auf dieser Seite Karien, auf der anderen Seite Karthago. Das ist charakteristisch für ihn. Dann sagen sie auch, es braucht moralische Verderbtheit, Poneria und Unbildung als Voraussetzungen. Und als wichtigste Fähigkeit wird hier die Disruption eigentlich bezeichnet. Also dieser Begriff ist ja in der Moderne eben nicht zuletzt im Zusammenhang mit dem Agieren von Donald Trump immer wieder in aller Munde jetzt gewesen. In der letzten Zeit als Disruptor in Chief wurde er bezeichnet. Unruhe stiften, alles durcheinander werden und zugleich fortwährend dem Volk Honig um den Mund streichen. So wird es zunächst schon in den Handlungsanweisungen an den Wurstverkäufer thematisiert und später auch in diesem Textbeispiel 15 entsprechend wiederum gemacht. Das wäre also eine erste Annäherung. Wenn wir jetzt versuchen, dieses Anforderungsprofil noch etwas schärfer herauszumachen und die herauszuarbeiten und die wichtigsten Charakteristika festzuhalten, dann ist zum einen eben diese Ruchlosigkeit, das habe ich ja schon erwähnt, Panurgia heißt eigentlich, man macht alles, also man schreckt vor nichts zurück, wird auch mit Schurkenhaftigkeit übersetzt. 15 Belege für das Wort in der Komödie. Dann die Unverschämtheit, Aneideia. Da war jetzt auch vor kurzem im Zusammenhang mit Trump die Rede, dass also da vorgetragen hat, man soll eben Bleichmittel trinken, dass das das erste Mal möglicherweise war, wo er sich mal ein klein bisschen geschämt hat. Denn sonst ist eben die Unverschämtheit das charakteristische Kennzeichen all dieser Populisten, die können auch an einem Tag etwas sagen und am anderen Tag das Gegenteil mit der genau gleichen Überzeugung und obwohl alles aufgezeichnet worden ist. Also eine ganz tolle Stelle, diese Formulierung 3.24a. Also hast du nicht von Anfang an diese Aneide ja eben die Unverschämtheit gezeigt, die als einzige den Rhetoren vorsteht, also die sie dominiert im Grunde genommen. Ein weiteres Wort, das in dem Zusammenhang auch vorkommt, ist Thrasos, Frechheit. Dann natürlich auch Prahlerei, Angeberei als Merkmal, das haben wir jetzt auch gestern, glaube ich, wieder gehört, also we have built the best and strongest economy ever. Das ist dann, dass er nicht ich gesagt hat, ist eigentlich überraschend. Ich habe nochmal nachgeschaut, das war ein we. Ich hätte ein ich erwartet in dem Fall. Aber dann das andere natürlich auch Allmachtsstreben, das hatten wir gesehen, das konsequent disruptive Agieren. Und dann, das ist so eine typische und auch eine heikle Frage, wie es genau zu verstehen ist in dieser Analyse des Aristophanes, sind alle diese Populisten oder Demagogen Verkäufer von Berufsher. Also nehmen wir dieses Pole ist hinten drin. Der eine ist eben der Lederverkäufer, das ist der Wurstverkäufer. Wir könnten aktualisieren und sagen Businessleute. Das wird in der Forschung in der Regel eigentlich fast nur vom Class-Business her gesehen. Dass hier gerade auch Aristophanes, der aus einer Upper Class kommt, wahrscheinlich die, auf die heruntergeschaut hat, so Parvenus, Geld, Adel und so weiter. Ich glaube, dass eigentlich das Moralische hier schon noch viel stärker ist als dieses Klassenelement. Und zwar auch in der Begrifflichkeit, weil das dort immer wieder so wichtig ist. Denn ich meine, da kann man ja auch sagen, viele der Populisten kommen aus der Oberschicht. Ein Trump kommt auch aus der Oberschicht, aber ist genauso ebenso obervulgär sozusagen und kennt dadurch überhaupt nichts. Im Übrigen, das Scholion sagt zu dieser Stelle auch, dass Aristophanes sie natürlich auch vor allem andeuten wolle, dass sie bereit wären, die Angelegenheit des Staates jederzeit zu verkaufen. Also überhaupt keine andere Moral als den Eigennutz hätten. Und das ist dann ein weiterer Punkt, der permanent in dieser Komödie vorkommt, diese massive Selbstbereicherung und Korruption. Das Wort Harpazien und Verwandtes kommt 13 Mal vor und dann natürlich der Höhepunkt an einer Stelle, wo er sagt, ich gebe es auch zu, dass ich stehle. Also man versteckt es nicht mal. Homologo Kleptein. Und selbst wenn er erwischt wird, wird dann der Diebstahl auch geleugnet. Das kennt man von Trump und Giuliani genauso. Beziehungsweise 1226, das gefällt mir ganz besonders, diese Stelle, dass nachher gesagt wird, ich habe das im Interesse des Staates gemacht. Eklepton, ich habe gestohlen zum Wohle der Polis. Das könnte wirklich ein Alan Dershowitz nicht besser begründen, der ja beim Impeachment-Verfahren etwa ein ähnlich qualitativ hochstehendes Argument gebracht hat.
ganz wichtig sind, wie auch schon eigentlich klar geworden ist, ja auch mit dem Stichwort Rhetores, dass ein Populist rhetorische Fähigkeiten hat, und zwar insbesondere eben auch diese manipulativen Kommunikationsstrategien beherrscht. Im Griechischen ist es immer das Wort mit peito, also überreden, überzeugen, pitanos, das, was potenziell Glauben findet, was eben dann bei den Leuten an ihren Vorannahmen anknüpft und sie dorthin zu bringen versucht, wo man sie hinbringen will. Es heißt an einer Stelle auch so fast emblematisch, er weiß nämlich genau, an welchen Worten dieser Rat am meisten sich ergötzt. Und dann wählt er auch diese Worte. Er füttert sie so, dass er sie nachher auch frei manipulieren kann, eigentlich, indem er sie zunächst mal dort abholt, wo sie sind. Und diese Euglotia, das gute Reden, wird als das entscheidende Erfolgskriterium im Grunde genommen immer wieder bezeichnet. Dann ein weiterer Punkt, der auch so unheimlich aktuell wirkt. Man hat ja häufig gesagt, dass irgendwie die weitreichendsten Entscheidungen von Donald Trump über das Wochenende gefällt worden sind, wo die Leute weniger aufmerksam sind und wo er vielleicht vorher am Freitag noch eine Nebelpetate mit irgendeinem Tweet geschossen hat, dass man nicht merkt, dass jetzt das, wo auch in der Reichtumsstruktur, in der Begünstigung seiner Leute und so weiter etwas Wichtiges passiert. Und das finden wir also etwa viermal in den Rittern. Und zwar bezogen auf diesen Wurstverkäufer, der das schon von seinen Jugendbeinen an sagt, dass er so gemacht hat, dass er mit den Köchen zusammen gewesen und hat dann denen gesagt, hey, schaut mal dort, eine Schwalbe, und hat dann sofort das Fleisch weggenommen. Also das ist eben typisch diese Distraction, um hinter dem Rücken dann nachher das machen zu können, was man wirklich eigentlich tun will. Für den Umgang mit dem Volk ist charakteristisch, dass ein Populist natürlich sagt, er sei der Einzige, der wirklich Wohlwollen dem Volk gegenüber hat. Das griechische Wort Eunoia ist fast eigentlich eine Art Gottwort. Er ist auch der Einzige, der für das Volk kämpft. Monos, Perisu, Machomai, Antibebekos, ich als Einziger, also wie in einer Schlacht steht er da vorne hin, wie ein Winkelried. Das kennen wir auch aus der Schweiz, diese populistischen Winkelriede, die als Einzige die Schweiz retten. Das ist also ganz stark. Dann ein weiterer Punkt, und das hat bei mir dann geklingelt, als Konrad Schmid in seinem Vortrag das erwähnt hat, bezogen auch auf das Schma Israel, dieses also liebe deinen Herrn eben von ganzem Herzen, dass das im Vorderen Orient typisch ist, dass man das, dass der Herrscher das erwartet von seinen Untergebenen. Hier ist es so, dass das auf die Spitze getrieben wird. Es ist von einem regelrechten Liebesverhältnis die Rede. Also der Paphlagonier und der Wursthändler versuchen sich zu überbieten vor dem Volk. Ich liebe dich doch am meisten. Nein, ich liebe dich am meisten, viel, viel mehr. Schau mal, der hat dir doch niemals wahrscheinlich etwas gegeben. Du hockst immer auf diesen harten Felsen. Hätte er dir doch, wenn er schon ein Ledergerber ist, mal ein weiches Lederkissen gegeben, dass du dir nicht immer den Hintern hier verschrubst, wenn du in der Politik sitzt. Und so. Also wirklich grandios, wie das auch gemacht wird. Und entsprechend natürlich auch Schmeicheleien und Bauchpinseln, griechisch Kolakeia, Tropauma, schon ganz am Anfang, ist mir aufgefallen in diesem Handbuch des Populisten von Kaas Mudde, der ja häufig auch im Guardian schreibt, irgendwie, dass eben Adulation of the Common People als ein charakteristisches Merkmal des Populismus auch bezeichnet wird. Und dazu gehören dann natürlich auch materielle Gunsterweise, das Volk wird durchgefüttert. Er sagt das auch schon früh einmal, ich verstehe mich nämlich darauf, wie ich ihn da verköstigen kann. Und das sagt er dann auch diesen alten Herren, die angesprochen sind, die zu Gericht sitzen. Also die ernähre ich, indem ich schreie, und zwar indem ich Gerechtes und Ungerechtes in die Welt hinaus schreie. So füttere ich euch durch. Und der Gegner agiert dann genauso in der Ratsherrenversammlung und besticht sie entsprechend. Diese Geldgaben wiederum, die werden durch unrechtmäßiges Ausplündern von Reichen, und zwar Athenern wie Fremden, und ganzer Städte dann aufgetrieben. Also das ist durchaus auch etwas, das sehr, sehr stark betont wird, und zwar schon von Beginn weg, wenn gesagt wird, dass diese Populisten sozusagen auf dem Felsen am Hafen stehen und schauen, wo kommen die Schiffe angefahren, die Tribute der
der Bündner bringen. Die wollen sofort natürlich ihren Teil an sich einzwacken. Heute ein Artikel über Lettland in der NZZ, glaube ich, wo er auch von endemischer Korruption die Rede war. Das hing ganz wesentlich mit dem Hafen zusammen. Das ist mir auch gerade aufgefallen, wie hier schon zu Beginn gesagt wird, du wirst die Herrschaft über die Agora, man könnte sagen eben über die Businessmeile, und auch genauso über den Hafen haben. Im Hafen wird Geld umgeschlagen und da kann man sich extrem gut bereichern. Das ist also sehr stark betont. Daneben aber nicht nur diese materiellen Überzeugungsstrategien, dass man diese teilweise wirklich arm gewordenen Leute aus dieser Misere herausbringen will, sondern auch das Spiel mit patriotischen Gefühlen, dass die alten Heldentaten erwähnt werden. In Griechenland ist es natürlich in erster Linie Marathon und Salamis, wo dieses Wunder passiert ist, dass Griechenland der totalen Übermacht Persien nicht unterlegen ist. Dann wird auf die Stärke und die Mission der Nation angespielt, mit zum Teil völlig übersteuerten Versprechen, indem er sagt, also ihr werdet über die ganze Welt eigentlich herrschen, im Grunde genommen, wie schon am Anfang auch gezeichnet. Also die Passagen hier auf diesem Textbeispiel 13, die sind wirklich sehr, sehr aufschlussreich, will ich doch vielleicht kurz anzitieren. Über Hellas wollte ich ihn machen zum Herrn, denn so lautet ein Spruch des Orakels: In Arkadien wird 5 Obolen einst beziehen als Richter der Demos, wenn er standhaft bleibt. Ich besorge ihm dies und grad oder krumm, ich finde den Weg, um das zu machen. Und dann entgegnet umgekehrt der Wursthändler: Das stimmt alles überhaupt nicht, sondern du willst das alles eigentlich nur, damit du dich bereichern kannst. Und dann kannst du nämlich auch das Volk unten halten, weil das vor lauter Krieg und der Wolke, die du erzeugst eben durch sein disruptives Vorsehen, dass es nicht sieht, wie du alles wegstießt, sondern eigentlich nur noch auf dich hinschaut, wie als einen Erlöser, der dir hilft. Das ist also durchaus auch etwas sehr Wichtiges an dieser Stelle. Und ein letztes Detail, das mir bei der Vorbereitung damals auch aufgefallen ist, das überraschend ist, aber sehr gut zu vielen modernen Varianten des Populismus, auch wenn man etwa an Berlusconi denkt, wie der sich immer der katholischen Kirche an die Brust geworfen hat und versucht hat, da eine gemeinsame Linie zu haben, um viele Stimmen zu gewinnen. Der Populist spielt sich auch überraschenderweise bei Aristophanes, der ja alles andere als sozusagen kinderfrei ist in seinen auch pornografischen Äußerungen, spielt der sich als Sittenwächter auf, wobei dann der Wursthändler sofort sagt, das hast du nur gemacht, damit irgendwie eben nicht mehr solche Populisten auf den Plan treten, weil er sagt, die seien eigentlich die schlimmsten Kerle überhaupt und er ist natürlich auch eine derbe Zote an dieser Stelle. So viel dazu. Und dann der Umgang mit den Institutionen, da kommt einem ja wirklich auch so vieles äußerst bekannt vor. Das eine ist die totale Verachtung für alle Institutionen, auch wenn sie ihm eben durch dieses manipulative Vorgehen völlig hörig geworden sind. Also eben, er wird ja der Allherrscher sein und dann heißt es an dieser Stelle auch im Textbeispiel 2, Boulain pateses kai strategus clastases. Also den Rat wirst du mit Füßen treten. Der macht ihn fertig, der macht ihn platt und sozusagen er verfickt die Strategen, wie es an einer anderen Stelle wirklich auch mit zotenhafter Sprache heißt. Und dort auch nochmals in 355 ist das, glaube ich, eben, wie er auch die Boulet dann gewaltig durcheinander bringt. Und etwas, was ja auch der Jan Werner Müller und viele der Populismusforscher immer wieder betonen, natürlich auch, muss man das Volk gegen die Elite aufbringen. Die kommen meistens aus der Elite, bei uns in der Schweiz genauso wie eben in Amerika oder wie damals in Athen. Aber man bringt sie dann gegen die andere Elite auf, indem man sie sozusagen scharf macht und sich empören lässt, dass die anderen immer alles falsch machen würde. Und man gibt sich dann selbst als selbstlosen Kämpfer, der eben diese vielen Fliegen, die das Volk belästigen, von diesem fernhalten möchte. Charakteristisch bei Aristophanes, und da ist sicher ein Teil auch der Gattung einfach gefordert, sozusagen, also Komödie, da gehört Verunglimpfung dazu, aber die Intensität dieser Verbalinjurien und Drohungen, wie sie in diesem Stück zum Ausdruck kommen, die sind schon sehr, sehr auffällig. Also zum einen eben, er macht sie mundtot, epistomizo. Dann erdrohte er ihnen Rache an und geradezu auch physische Vernichtung. Apoleiston, apotaneiston, omia rotato. Also
zugrunde krepieren sollt ihr und sterben sollt ihr, ihr verruchten Kerle. Und dann gehört natürlich auch genauso dazu, dass sie sich gegenseitig niederschreien und so weiter. Also ich meine, da muss man gar nicht viele Beispiele sehen, wenn sie in der Washington Post nur eine Suchfunktion Trump und Vulgarity haben, kriegen sie sofort irgendwie 10, 20 Artikel, wo das gemacht wird. Und das letzte Mal auch sehr auffällig, damals ja eben noch gerade am Ende, auch nach diesem Impeachment-Verfahren. Die Mittel wiederum, die der Populist, der eindeutig als eine Art Mob-Boss charakterisiert wird, einsetzt, sind natürlich zunächst mal die Lügen auch. Also super ausgedrückt, natürlich in der Gestaltung des Dichters, 694 folgende: Wenn ich dich nicht kaputt mache, also dann nachher möchte ich selber zerplatzen, wenn mir nichts von meinen alten Lügen mehr zur Verfügung steht. Also ich meine, das Lügenarsenal, das er hat, ist grenzenlos. Lügnerische Verleumdung gehört dazu, und zwar, dass man eben diese Elite bei den Athenern, beim Volk anschwärzt. Schmutzkampagnen eben, dann ganz besonders wichtig die Verschwörungstheorien, und das hatte ich ja ganz kurz erwähnt im Zusammenhang mit der Boule. Das ist genau der Grund, weswegen der Paphlagon in einem ersten Schritt dann sagt, ich bringe dich Wurstverkäufer jetzt vor die Boule, um eure Verschwörungen anzuzeigen, wie ihr euch nächtlich zusammentut, wie ihr mit den Persern gemeinsame Sache macht und so weiter. Vaterlandsverrat gehört in der Regel immer zum Potenzial an und zum Reservoir an Argumenten, das man bei Populisten natürlich häufig findet. Erpressung gehört dazu. Hier in Amerika schien mir das zumal zu Beginn ja so auffällig wie in diesen Tweets, ganze Industriezweige bedroht wurden, also auch was Harley Davidson oder was jemand anderes. Also wenn ihr jetzt nicht sofort da eine Fabrik in Amerika baut, ich werde daran denken. Also so agieren Mafia-Bosse und nicht der amerikanische Präsident. Beziehungsweise eben auch der Kleon macht das genauso mit konstruierten Vorwürfen. Und man versucht dann auch den Gegner sich finanziell ausbluten zu lassen. Das sieht man jetzt wieder in der Corona-Epidemie, der Umgang mit den Blue States. Die sollen bankrott gehen, gemäß Mitch McConnell, während man den anderen natürlich alles irgendwie sozusagen zuschanzt und machen will. Hier bei Aristophanes ist es so, dass er androht, er werde dem Wurstverkäufer eben eine Triarchie übergeben und ihm dann ein völlig marodes Schiff geben. Das Schiff so kaputt ist, dass man das zunächst General renovieren muss, bevor man überhaupt erst zu See fahren kann und er dann entsprechend viel höhere Auslagen haben würde, beziehungsweise dann auch noch in die höhere Steuerkategorie kommt. Und also besonders krass und interessant natürlich auch das typische Verfahren immer wieder von allen Unrechtsregimen, kann man auch sagen, man sucht dann Komplizität. Das ist einmal an einer Stelle ausgedrückt, wo der Wurstverkäufer sagt, ich weiß genau, dass du 10 Talente aus Potato ja bekommen hast. Die Antwort des Paphlagon, so what, Tideta? Ja, was soll's, das ist absolut wurscht. Und dann als nächstes, wahrscheinlich nur kurz geschluckt, möchtest du eines dieser Talente haben und dann schweigen? Das ist eben klassische Komplizität. Und so kann man dann versuchen, die Leute auch eben hinter sich zu scharen und weiter so zu agieren. Also, wenn wir am Schluss jetzt eine Art Fazit versuchen, bei allen institutionellen und historischen Differenzen, glaube ich, kann man schon sagen, dass es wirklich beklemmend aktuelle Parallelen gibt in dieser Zeichnung des Phänomens des Populisten, wie wir das innerhalb dieses Stückes bei Aristophanes in den Rittern finden. Weitere Elemente, denn der Kleon wurde nicht nur in den Rittern von Aristophanes behandelt, sondern etwa auch in den Wespen und selbst schon früher in den Babylonien. Weitere Elemente sind auch dort zu finden, zum Beispiel in den Wespen besonders auffällig, wie er den Kleon als großen Spalter bezeichnet. Also Leute gegeneinander aufbringen, das ist eben auch das Unruhestiften, die Disruption, damit man nachher oben aufschwingen kann. Interessant ist natürlich auch, dass bei Aristophanes das Volk durchaus nicht gut wegkommt, sondern natürlich auch getadelt wird. Denn das Volk lässt ja diese Kerle groß werden, auch wenn es eben ein gegenseitiges sozusagen Missbrauch ist von dem. Das ist wirklich sehr interessant. Er wirft ihm Kurzsichtigkeit vor, falsche Wertorientierung, Verführbarkeit, Wankelmut, der Geist fehle. Und dann lässt er aber das Volk auch super schlagfertig wieder antworten, indem er sagt,
das Volk dann, er tue das alles ganz bewusst. Denn er möchte nämlich wie ein Kind verpäppelt werden am Schluss. Und er stelle sich nur dumm und tue so, wie wenn er das nicht sehen würde, was die Kerle betreiben. Nachher aber lasse er sie das dann auch wieder erbrechen an einer gewissen Stelle. Also nimmt er dann seine Huld sozusagen zurück. Also das sind alles auch interessante Dinge. Was aus heutiger Sicht irgendwo beunruhigend ist, ist nicht nur, dass in diesem ja wirklich so extrem witzigen Plot des Aristophanes die Rettung darin besteht, dass der Teufel mit dem Beelzebub ausgetrieben wird. Es muss ein Schlimmerer kommen. Und wenn man jetzt an Joe Biden denkt, hat dann Amerika vielleicht nicht so gute Chancen. Es müsste wirklich ein Schlimmerer kommen und so wird er dann auch gelobt, eben Ephane gar aner heteros polysum iaroteros. Es ist erschienen eben wie ein Heiland, ein anderer Mann, der ist viel verruchter noch als dich, der wird dich kaltstellen mit der Panurgia, te kai trasei, kai kopali kaumasi. Also mit der Schurkenhaftigkeit, mit seiner Verwegenheit und Draufgängertum und mit seinen Bubenstreichen. Das ist also die einzige Rettung, die besteht. Und das andere, was eben häufig in der Forschungsliteratur ja da auch thematisiert wird, immer wieder die Frage, welche Wirkung haben dann diese Komödien tatsächlich auf die politische Realität? Und das wurde dann auch entsprechend benutzt, um eben zu sagen, das ist gar nicht wirklich so ernst zu nehmen, sondern das ist lach pour la, das ist reine Komödie. Tatsache ist, dass trotz Aristophanes so couragiertem Bloßstellen Kleons er es für diesen offensichtlich ohne Konsequenzen blieb. Er wurde nur wenige Wochen nach der Aufführung der Ritter vom Volk erneut zu einem der 10 Strategen 424-423 gewählt. Das ist wirklich auch sehr interessant. Und nach seinem Tod scheint dann mit dem Hyperbolos ein ähnlich skrupelloser Anführer des Volkes eine Schlüsselrolle in der athenischen Politik gespielt zu haben. Erst nach der verheerenden Niederlage Athens am Ende des Peloponnesischen Krieges wurden dann Elemente demokratischer Repräsentation, man könnte auch sagen von Konstitutionalität, definitiv in das politische System eingebaut. Und dadurch wurde auch diese wankelmütige Tyrannei der Mehrheit institutionell etwas gezügelt und die Spielwiese der Demagogen verkleinert. Wenn man sich Amerika anschaut, so würde ich doch vermuten, dass nach dem 45. Präsidenten es ziemlich sicher dringend nötig sein wird, neue Checks and Balances in dieses System einzuführen oder zumindest die alten wieder stark zu machen und das Ganze wieder zu ajustieren. Die Demokratie ist eine fragile Institution. Das sehen wir heute, gerade mit der Corona-Krise, noch viel mehr als je. Leute, die sich demokratische Strukturen eigentlich nur, die sich diese demokratischen Strukturen eigentlich mit autoritärer Agenda bloß bedienen wollen, die nutzen gerade heute die Gunst der Stunde überall. Denn es ist leicht, weil eben solche Maßnahmen ergriffen werden müssen, wie es scheint, die durchaus totalitäre Züge haben. Und autoritäre Figuren machen das natürlich jetzt besonders gern. Also das kann man auf jeden Fall sagen, glaube ich, dass trotz Corona der Populismus leider noch lange nicht am Ende sein wird. Vergleicht man das Ganze eben mit der Antike, so kann man auch dort ja sagen, die Pest war davor und der Populismus kam im großen Stil danach. Und es ist nicht immer alles gleich, das ist ganz klar, man muss unterscheiden. Aber etwas, denke ich, ist schon der Fall, dass man durch diesen Vergleich mit der Antike und das Betrachten des Gemeinsamen und des Verschiedensten irgendwie den Blick einfach schärft. Und ich muss sagen, mir hat immer dieses T-Shirt sehr gut gefallen, wenn ich nochmals zurückgehe, Make Orwell Fiction Again. In dem Sinn möchte ich das hier variieren zum Schluss und sagen, Make Aristophanes Fiction Again. Ganz herzlichen Dank. Danke.